Freunde des Tabletops und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Tabletop Hebewerk. In unserer heutigen Folge zeigen wir euch, wie ihr mit einfachen Mitteln Eier sowohl von Drachen oder für Spinnen für eure Spieltische bauen könnt. Ich sag ja Eier, wir brauchen Eier. Danke, Oliver Kahn. Ja, bleibt dran und wir sehen uns am Ende des Videos. Für unsere heutige Folge benötigen wir neben Farben und Holzleim solche trockenen Blüten. Diese habe ich beim Spazierengehen am Straßenrand gefunden. Also immer die Augen offen halten, wenn man draußen mal spazieren geht. Und Zahnstocher. Im ersten Bauabschnitt nehme ich mir diese vertrockneten Blüten oder Knospen und bohre dort unten ein Loch hinein. Dann nehme ich mir etwas Holzleim, dann mache ich den Holzleim an einen Zahnstocher und klebe die Knospen fest. Diese stecke ich dann zum Trocknen ins Styrodur. Wenn diese getrocknet sind, verdünne ich mir Holzleim mit Wasser, das Ganze rühre ich dann um und mit dieser Mixtur bestreiche ich alle Knospen. Wenn die Knospen oben nicht zusammen sind, kann ich diese mit den Fingern einfach nachziehen und nachstreichen, sodass sie schön spitz sind. Wenn es getrocknet ist, grundiere ich alles mit einfachem Haftgrund, dann bemale ich die Knospen in diesem Fall mit einem Grün. Dazu nehme ich mir grüne Farbe und bemale einfach die Knospen damit. Wenn das Ganze getrocknet ist, nehme ich mir zwei Shades, einen grünen und einen schwarzen Shade und dann wasche ich einfach die Knospen und lasse es gut trocknen. Dann nehme ich mir ein Beige und damit werden die Knospen trocken gebürstet. Und somit sind auch diese Eier einsatzbereit. Diese kann man natürlich in jeder verschiedenen Farbe machen, je nachdem wie man sie gerne haben möchte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. So, Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Mit was für Eiern habt ihr so Ostern gespielt oder rollen gelassen? Schreibt uns das gerne in die Kommentare rein oder schickt uns davon auch gerne ein Foto. Wir freuen uns drauf. Unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer den Link zu unserer Facebook-Seite. Dort könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr könnt aber auch unseren Kanal abonnieren, um immer wieder die neuesten Videos zu sehen. Denkt jedenfalls immer dran, make Tabletop great again.